Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es wieder ein HelloFresh Unboxing. Das ist jetzt die zweite Box. Ich habe ja schon die erste Box ausprobiert, schon ausgepackt und auch schon ein Review dazu gegeben. Das findet ihr alles auch auf meinem Kanal. Das kann ich euch jetzt hier mal irgendwo verlinken auch. Und ja, diese Box hat jetzt so ungefähr 25 Euro gekostet. Ich hatte da noch einen Gutschein und ich würde gar nicht lange drum rumreden. Ich würde gleich anfangen. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich wirklich wenig Zeit hatte, mir die neuen Rezepte auszusuchen und überhaupt zu überlegen, was möchte ich oder möchte ich sie überhaupt, weil die erste Box ist hier angekommen und sofort am nächsten Tag konnte ich schon keine Gerichte mehr aussuchen, konnte schon gar nichts mehr wählen. Zum Glück hatte ich den Tag davor schon mal geguckt und zwei Gerichte, die ich auf gar keinen Fall wollte, aussortiert. Aber ich finde, wird einem ein bisschen zu wenig Zeit gelassen mit einem Tag, dass man sich gleich die neuen Gerichte aussuchen muss. Aber ja, ich würde jetzt die Box einfach aufmachen. Ich habe jetzt hier wieder für zwei Personen für drei Tage wieder drei Fleischgerichte. Und dann gucke ich mal, was hier alles so drin ist. Ich hole erstmal, glaube ich, alles wieder raus und nehme den Karton weg, damit es nicht so... So. Hier habe ich jetzt wieder dieses Säckchen. Mal gucken, heute habe ich hier noch was anderes drin. Mal gucken, was das ist. Das ist auf jeden Fall aufgeweichtes Papier, das kann ich euch sagen. Okay, also einfach... Ist halt einfach irgendwie ein bisschen Papierverschwendung, weil ich hier einfach, also in diesem Umschlag waren einfach Rabattcodes, Gutscheine drin. Hier zum Beispiel für mein Müsli, das finde ich cool. Da habe ich ja auch ein Video mal zu gemacht, zum dem mein Müsli, Disney Specials. Und das finde ich ganz cool. Dann gibt es hier noch was von Chibo und noch von Orsay. Also ganz viele verschiedene Rabattsachen. So, als allererstes packe ich jetzt hier wieder die, nicht wundern, wenn es ein bisschen Geräusche macht, mein Hund läuft hier rum, aber das stört ja weiter nicht. So, auf jeden Fall haben wir diesmal das gebraten, also diesmal habe ich auch die Kategorie Family genommen. Ich hatte ja letztes Mal Fleisch und Gemüse, diesmal ist die Kategorie Family. Und zwar haben wir hier einmal die gebratenen Schweinemedaillons in Zwiebel-Rahmsoße mit Ofenkarotten. Und dann habe ich hier einmal eine Paprika-Rinderhackpfanne mit Porree-Reis und Schnittlauch. Und Hähnchengeschnetzeltes mit Spätzle in einer cremigen Apfel-Champignon-Soße. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so mit dieser Apfel-Champignon-Soße ist. Dann packe ich jetzt als erstes wieder die Kühlschranksachen aus. Und da haben wir hier einmal, also ich muss sagen, es ist wirklich alles immer super kalt. Ich habe es auch noch eine Weile jetzt im Flur stehen lassen. Bestimmt eine halbe Stunde stand es jetzt noch im Flur und es ist wirklich alles richtig schön kalt noch. Ja, einmal wieder das Schweinefilet. Dann habe ich hier einmal, okay, ich würde sagen, das soll das Rinderhack vielleicht sein. Ich finde, es sieht ein bisschen eklig aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht wieso. Aber ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn man das auspackt. So, auf den ersten Blick sieht es jetzt nicht lecker aus, aber ja. Dann haben wir hier einmal das Hähnchen. Die sieht auch relativ gut aus, muss ich sagen. Und die Spätzle, Eierspätzle, die sehen auch wirklich sehr, also sehr gut aus, muss ich sagen. Und das war's. Dann haben wir hier wieder diese Eiswürfeldinger drin. Das war's mit den Kühlsachen diesmal. So, dann würde ich sagen, fangen wir an, die Tütchen auszupacken. Und ich fange hier an mit der Nummer 14, dem Hähnchengeschnetzelten. So, dann haben wir hier noch einmal Champignons. Ja, die sehen ganz süß aus. Einmal Champignons, wieder so eine Kräutertüte mit Petersilie und Thymian, eine Gewürzmischung ist hier drin, okay. Also in dieser Gewürzmischung ist drin Salz, Zwiebeln, Lauch, Muskatnuss, Sellerie, Pastinake, Knoblauch, Kurkuma, Liebstockwurzel, Karottenpulver, Karottenkräuter,
Also halt einfach so eine Kräuter, so eine Gewürzmischung halt. Und hier einmal Hühnerbrühe. So, und einmal hier Kochsahne. Also ich muss sagen, ich hatte ja schon in der letzten HelloFresh Box ein Gericht mit Kochsahne. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Kochsahne. Vielleicht wechsle ich das aus durch normale Sahne. Mal sehen. Und dann einmal einen Apfel. So, und jetzt kommen wir zur Nummer 13. Und die Nummer 13 ist diese Rinder-Paprika-Hackpfanne. Okay. Also einmal habe ich hier Schnittlauch. Dann sind hier Spitzpaprika diesmal dabei. Und leider sehe ich schon wieder Kochsahne. Also ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich mittlerweile schon zwei Gerichte, wo Kochsahne drin ist. Und ich kann wetten, dass im dritten Gericht auch Kochsahne drin ist. Ja, ich weiß, vielleicht muss ich das dann austauschen, weil mir schmeckt Kochsahne jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann drei Gerichte damit essen. Aber wir gucken mal weiter. Und als nächstes haben wir hier Hello Paprika Gewürzmischung. Also so eine Paprika Gewürzmischung. Was halt auch auffällt, das ist wirklich alles von HelloFresh. Also das ist alles von denen eingepackt und so. Dann haben wir Rinderbrühe, eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Ups. Und hier ist einmal der Reis. Hier ist jetzt diesmal ein Jasminreis drin. Ne? Das war jetzt die Paprika-Hackpfanne. Ach so, und der Porree gehört auch dazu. Der war einfach lose damit drin. Der gehört auch dazu. Ja. So, jetzt kommen wir zur Tüte Nummer 5, zur dritten Tüte und zur letzten Tüte. Und da ist das Gericht drin, die Scheine-Medaillons mit Kartoffeln und Karotten. So. Ja, und wie ich es geahnt habe, ist auch hier Kochsahne drin. Also weiß nicht, irgendwie, also habe ich das irgendwie nicht so gecheckt. Dann haben wir einmal Schnittlauch. Also ganz schön viele Karotten. Hier sind jetzt 6 Karotten. Ups. Hier sind jetzt 6 Karotten drin. Wieder ein Mini-Beutel Kartoffeln. Eine Zwiebel. Dann haben wir hier wieder einmal Rinderbrühe und einmal Blütenhonig. Ja, das war jetzt auch das dritte Gericht. Ich muss sagen, diese Box ist, von der bin ich jetzt auf den ersten Blick nicht so begeistert, weil ich jetzt schon merke, wenn ich die Box, die Tüten auspacke, dass ich viele Dinge anders machen werde, als sie im Rezept stehen. Ich werde definitiv nicht dreimal Kochsahne benutzen. Ich werde natürlich den Knoblauch nicht benutzen. Also da wird es einige Dinge geben, die anders laufen, also die ich anders machen werde. Ja, wenn euch interessiert, wie die Gerichte am Ende gekocht aussehen, was ich verändert habe, wie es mir schmeckt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da verlinke ich euch hier den Namen und dann werde ich euch nämlich auch zeigen, da werde ich euch alles zeigen, da werdet ihr auf dem neuesten Stand bleiben. Und wenn euch dieses Video jetzt schon gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und mein Review zu dieser Box auch nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!